Jörg Blumtritt, CEO von Trimmer Media. Hallo. Können Sie uns bitte kurz erklären, was Trimmer Media eigentlich macht? Sehr gern. Trimmer Media ist ein Ad-Network für Online-Video, also spezialisiert auf die Vermarktung von Werbeflächen im Internet, wo Video läuft. Und dafür haben wir eine Technologie, das ist unser zweites Standbein. Diese Technologie ermöglicht die Ausspielung von Videos auf beliebigen Publisher-Seiten. Das ist also Rich Media und Auslieferung und zusätzlich auch noch ein Videoplayer. Habe ich das richtig verstanden? Das ist richtig. Wir haben einen Videoplayer für Publisher, die noch keinen eigenen haben. Aber der Punkt ist, die meisten Publisher, die Video anbieten, haben ja eine angestammte Infrastruktur, Player, CMS, natürlich auch einen Ad-Server. Am Ende vielleicht sogar nutzen sie mehrere Ad-Server. Und unsere Philosophie ist, dass das alles so stehen bleiben kann, sondern wir liefern eine Technologie, die dem Publisher ermöglicht, seine Infrastruktur unverändert weiter zu verwenden. Jetzt Bewegtbild ist in aller Munde, gerade in diesem Jahr. Können Sie uns ein bisschen was über die Reichweite sagen in Deutschland und weltweit? Also es gibt ja keine wirklich validen Zahlen zu dem Thema, also muss man die Kirche echt im Dorf lassen. Das ist ein Markt, der gerade erst anfängt. Also nach meiner privaten, persönlichen Meinung haben wir in Deutschland ungefähr 300 Millionen Video-Views insgesamt zu vermarkten und unserer Schätzung nach hat Trimmer Media momentan Zugriff auf ungefähr 25% davon. In den USA sieht das schon ganz anders aus. Da vermarktet Trimmer Media bereits also weit über 1 Milliarde Video-Views pro Monat. Das heißt, hier kommen wir dann schon auch in Reichweiten, die absolut vergleichbar zu Fernsehen sind. Also ich habe gehört, insgesamt weltweit 140 Millionen Unique-User. Stimmt denn diese Zahl? Ja, 350? Das kommt mir einigermaßen plausibel vor, ja. Das scheint mir auch so. Denn der große Widersacher ist dann eigentlich YouTube, oder? Ja, YouTube hat eine ganz andere Marktposition. Das Hauptgeschäft von YouTube ist ja zunächst die Distribution von Video. Bei YouTube kann jeder Videos hochladen. Zum Beispiel, wenn ich ein Advertiser wäre, würde ich einen guten Clip produzieren, das machen ja auch schon viele, und den bei YouTube hochladen und dann dafür sorgen, dass Leute sich den ansehen. Das heißt also, ich habe hier im Prinzip keine klassische Werbebuchung. Natürlich versucht YouTube jetzt auch, sein Inventar vernünftig zu vermarkten, und das ist Google ja noch jedes Mal bisher auch gut gelungen, aber im Wesentlichen ist YouTube die User-Generated Content-Plattform. Das heißt also, das ist sind ganz andere Content-Arten. Das ist jetzt nichts, wo klassische markenbildende Werbung gesehen wird. Also würden Sie Ihr Netzwerk als Premium-Netzwerk bezeichnen? Auf jeden Fall. Wir arbeiten ausschließlich mit Publishern zusammen, die professionellen Content anbieten. Da ist auch zum Teil ein bisschen Unklarheit in den Köpfen der Leute. Professioneller Content heißt nicht, dass es jetzt nicht zum Beispiel ein Blog sein kann. Das ist überhaupt nicht der Fall. Das bedeutet nur, dass es eben journalistischer Content ist oder eben klassischer Entertainment-Content. Und da legen wir großen Wert. Also die Umfelder, die wir anbieten, sind, wie man so schön sagt, brand safe, sind also absolut Fernseh-like, kann sich jede Marke gut drin finden. Gibt es ein Content-Problem? Haben wir überhaupt genug Content in Deutschland für Online-Bewegtbild? Ja, das ist so ein Zug-um-Zug-Thema. Also ich bin da sehr zuversichtlich, wir werden immer genug Content haben. Die Publisher sind ja auch nicht, die denken ja sehr wirtschaftlich, sind ja nicht dumm. Die werden natürlich immer so viel Content bereitstellen, wie sie gerade refinanzieren können oder wie sie eben gerade vermarkten können. Je mehr wir den Publishern unter Beweis stellen, dass man mit Online-Video Geld verdienen kann, umso mehr Content werden die Publisher auch ihrerseits zur Verfügung stellen und umso mehr Traffic werden sie auch auf ihre Videoseiten leiten. Vermarkten Sie eigentlich auch exklusiv? Nein, im Moment nicht. Das ist auch nicht unsere Philosophie. Wir sind der Überzeugung, dass es, wenn der Publisher seine Marke selbst vermarkten will, er das sicher auch am besten kann. Gerade die Premium-Medienmarken haben ja alle Saleshäuser, die das auch sehr gut für sie machen. Und wir sehen uns da als Dienstleister, der dem eigenen Saleshaus ermöglicht, das Inventar optimal auszulasten. Wir vermarkten ja als Netzwerk, das heißt, wir vermarkten Reichweite. Die Reichweite qualifizieren wir nach Zielgruppen. Wir sagen zum Beispiel Männer, Frauen, bestimmte Altersschnitte, klassische mediaplanerische Schnitte, die wir anbieten, und wir vermarkten keine einzelnen Medienmarken, sondern eben unser Netzwerk. Wie spannend das Thema Bewegtbild ist, zeigt jetzt auch, dass SAP Venture mit Ihnen einen Vertrag gemacht hat. Gleichzeitig haben Sie eine Kooperation mit Microsoft. Gibt es da irgendwelche Probleme? Nee, überhaupt nicht. Im Gegenteil. Microsoft setzt SAP ja als
Finanzbuchsystem, soweit ich weiß, auch ein. SAP ist keine Kooperation, sondern SAP ist ein Investor. Die haben Geld in Firma Media investiert. Das ist nach den ersten drei Finanzierungsrunden so der erste, ich würde sagen, erste echte technologische Investor in unserem Haus. Und Microsoft hat eine ganz andere Funktion. Microsoft ist ein Publisher. In dem Fall arbeiten wir mit Microsoft in Deutschland zusammen, um deren Werbeflächen möglichst gut auszulasten. Das heißt also, da beißt sich gar nichts. Abschließende Frage: Mediashift TV Richtung Online, wurde mal viel drüber gesprochen. Ist das noch aktuell oder ist das schon aktuell? Naja, das ist natürlich immer der große Wunschtraum. Ich meine, ich habe lange genug Fernsehen verkauft. Ich würde niemals behaupten, dass Fernsehen ein schlechter Werbeträger ist. Und Fernsehen wird auch noch lange die Berechtigung haben. Da wird das ganz anderes passieren. Das Nettoreichweitenoptimierung heißt. Also wenn ich eine Kampagne ab einer gewissen Kampagnenleistung im Fernsehen buche, dann um die letzten Prozent Reichweite noch zu bekommen, habe ich bei den Vielsehern unglaubliche Kontakthäufungen. Dann habe ich hunderte Kontakte bei Leuten, die mein Spot eben wie gesagt hunderte Male sehen müssen. Wenn ich einen Teil des Budgets shifte und da reichen wirklich, also wir reden ja hier von kleinen Reichweiten im Online-Bereich momentan, ne, vielleicht einige Prozent, die ich von TV in andere Medienkanäle, zum Beispiel online, shifte, dann kann ich diese wirksame Reichweite extrem effizient aussteuern. Und das halte ich für im ersten Schritt eigentlich den Hauptwachstumsmotor für Online-Video. Gut, vielen Dank. Danke Ihnen.